Ich muss noch mal gucken, ob ich diese Glocke finde. Aber abschneiden hieß es ja. Was ist das? Ach so, ein paar Pfeile, ja. Ist das eine Glocke? Nee, das ist eine Rolle. Abschneiden. Hier ist die Glocke. Oh, gut. Oh Mann, das kann ja heiter werden. Wie soll man denn hier finden? Nee, ich wollte da hochzoomen. Das sieht sehr interessant aus. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Oh, was hier alles ist. Hä, du sollst doch nur... okay, ja, ich weiß. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Was ist das da unten? Naja, da... Wenn ich jetzt hier drücke, leuchtet... Nee, das... doch, da leuchtet das auf. Was ist denn da hinten? Nix. Oh Mann, hier ist zu viel zu finden. Ich komme hier nicht weit. Da sind ein paar Münzen. Molly. Da komme ich hoch. Hier ist wieder was. Nein. Komm, kletter mal da hoch. Hier oben. Ja, nimm schon. Das ist die Glocke, die wir abgeschnitten haben. Na gut, dann schwinge ich mich mal darüber. Was immer da drüben ist. Jawohl. Nee, nimm erstmal ein. Sammel erstmal auf. Und dann hoch mit dir. Nein, nicht da. Oh Mann, was macht die denn immer? Danke. Was die immer macht, ich verstehe das nicht. Komm, hoch mit dir. Und so, Freunde, wo seid ihr denn? Habe ich Feuer aktiv? Oh ja, bis hier hoch schießen die. Bis da hoch. So, wo seid ihr? Ich... Ah, da unten. Das nützt mir nicht. Es juckt den... Oh ja, doch. Jetzt hat es ihn gejuckt. Kopftreffer sogar. Nee. Was ich mit diesen Pfahlen, mit diesen Schalen machen soll. Ich weiß es einfach nicht, was ich mit den Schalen machen soll. Oh doch, kaputt geschossen. Aber welchen Effekt hat es gehabt? Weiß ich nicht. So, da muss noch einer irgendwo sein. Den müssen wir noch irgendwie wegplatzen. Halt, bleib stehen. Ja, gut. Wo ist er? Da unten kann man rein. Nee. Auch nicht. Ja. Jawohl. Na, dann nehmen wir die Pfeilchen dort mit. Na, nimmst du doch. Und dann gehen wir hier mal rein. Okay. Was haben wir hier? Ich habe mir in dieser Eishölle eine Zuflucht eingerichtet. In einem verfallenen Turm. Ich habe genug Nahrung und Waffen, um mich zu verteidigen. Aber ich bin der letzte Überlebende.
Bei Tag beobachte ich die unsterbliche Armee, verfolge ihre Wege. Sie folgen dem gleichen Muster, Tag ein und Tag aus, als ob sie träumen würden. Sie sind beängstigend, aber vorhersehbar. Was auch immer menschlich an ihnen war, wurde durch eine eiskalte Seele ersetzt. Ich muss vorsichtig sein, aber auch mehr herausfinden. Wenn die Quelle dies in den Händen eines Ketzers bewirkt, was könnte sie dann alles in den Händen der Gerechten tun? Ja, Beobachtung der Unsterblichen, einziger Überlebender. Er beobachtete sie aus der Ferne, um herauszufinden, ob sie eine Schwachstelle haben. Ja. Mongolisch. Nein. Ja. Und tschüssi. So, war's das jetzt, ja? Ich hoffe. Da drinnen war nichts weiter, ne? Nur diese eine Sache. Ja. Okay. Wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Hier liegt was. Okay, ich dachte, es wären... Schade, was ist das? Ah! Kann ich meinen Vorrat an... Cool. Na dann tun wir das gleich mal wieder auffüllen. Und so. Was war denn da oben? Halt. Wir müssen barren. Okay, gut. Da liegt wieder ein Kistchen. Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Ja, Spuren, mongolische Invasion. Ihre Stelle, nichts als Knochen, total abgefressen. Nichts als Knochen. Was soll mir das sagen? Da drüben. Komme ich da hoch? Da ist wieder eine Kiste. Und da auch, und da auch. Oh Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Hier lag wieder was. Hier ist was. Ach, nur die Pilze. Mist. Sonst nix. Oh ja, doch, hier. Ja, halt, da lag doch was hier. Ne. Das sieht nur so aus. Hier, komm, greif zu. Nimm alles, was geht. Hier, nimm schon. Brauchst du irgendwann mal alles. Da wieder ein paar Pilzchen. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Und springen mal. Sind wir wieder hier, ne? Oder? Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube hier. Ja, hier waren wir schon. Naja. Ne, warte mal, wir gehen mal darüber. Wir gehen mal und dann gucken wir mal, dass wir da... Oh, Mist, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Na egal, wir können auch hier unten lang. Gehen wir mal darüber. Und ja. Hier nehmen wir das. Nee, das wollen wir nicht. Hier lag was. Hier, hallo. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden.
Der mongolische Soldat musste autark sein. Ja, Feuerstahlzünder. Zündi. Was ist denn? Wo kommen wir denn da hin? Darüber. Ja. Oh, da ist was zum Abfackeln. Nein. Feuer. Da habe ich was gesehen. 2 von 8. Da kann ich auch rüber. Aber ich wollte jetzt erstmal hier hoch. Nein. Nee, hoch. Wie ging's denn? Nee, wie ging's denn? Mist, ich konnte... Mann, die Tastenkombination. Wie ging's denn da hochzuziehen? Ich weiß ihn nicht mehr. Hä? Nee, mach mal du weiter. Komm. Ist da unten was drin? Bisschen Holz. Okay, gut. Hui, ich hätte gedacht, sie stürzt jetzt da ab. Hätte ich jetzt gedacht. Oh, da drüben ist wieder einer. Gut abgefangen, meine Gute. Okay, die brennt weg. Und er brennt jetzt, müsste jetzt langsam wegbrennen, ja. Okay, das dauert eine Weile, bis die wegbrennen. Aber dann sind sie weg. Die Schale. Brennt die auch weg, oder? Warte mal. Komisch, nicht. Vor uns, die habe ich weggeschossen gekriegt. Komisch, komisch. Na gut, dann füllen wir es mal wieder auf. Wir haben ja ein bisschen Öl entdeckt. Das können wir wahrscheinlich auch mal wieder hin und das nachfüllen. Schätze ich. Hier liegt was? Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug, als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark, aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Er konnte einen der Unsterblichen töten, aber es hätte ihn fast umgebracht, der einzige Überlebende. Okay. Teilchen? Nichts? Nein. Ja, da oben ist bestimmt was. Da unten ist eine Fahne. Und tschüss. 3 von 8. Da unten ist wieder so ein... Tja, tja, tja. Nimm schon. Ja, nimm was mit. Hier. Willst du es nicht nehmen? Oh, Wasser. Okay. Cool. Hier ist ja alles vertreten, ne?
Aber ob man hier jemals wieder... Ach so. Wir haben ja jetzt den... Das Tauchgerät. Wo sind wir denn jetzt, ha? Die verlorene Stadt. Ah, wir sind in den Krypta-Eingang rein. Cool. Na, nicht schlecht. Wir gucken uns erstmal hier das Emblem an. Valentinus, der Zeitmesser. Griechisch. Und dann hauen wir uns hier mal durch. Na los. Und Rinder. Okay. Ein Dokument. Als die Stadt erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen, ein Mann namens Valentinus, hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesh unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Tja, so sicher waren sie wohl nicht. Valentinus der Zeitmesser, Krypten der Gründer. Kitesh war auch die Heimat von Künstlern und Philosophen. Wer weiß, was daraus hätte werden können. Ja, wer weiß. Wer weiß das schon? Dann holen wir uns da mal noch dieses kleine Rohstoff. Etwas. Und hier lag noch ein bisschen Pilzchen. Nicht gut. Da drüben Pilze. Das ist... Jetzt komme ich einfach runter. Aber ich komme hier nicht raus, ne? Ne. Ich weiß auch nicht. Nee. Wir schwimmen ja jetzt weiter. Ja, wir schwimmen weiter rein. Okay, da ist ja schon das fragliche Etwas. Na dann, lass uns mal gucken. Bogen freigeschaltet. Hallo, und was für ein Bogen? Sagt er mir nicht, okay. Na dann nicht. Noch Münzen, ja. Okay, dann gucken wir nochmal auf die Karte. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier ist nichts weiter. Na dann wieder raus. Aber das hier sonst, da ist doch bestimmt noch irgendwo was. Da drüben. Na, hoch mit dir. Nee, will sie nicht. Will sie... Na. Was ist denn da hinten noch? Nichts, nichts, nichts. Okay, dann hier hoch. Oh, da musste ich mal kurz schön niesen. Zeigung. Geh mal hoch hier. Komm. Ja, und noch einen Schluck. Pilzchen wollen wir nicht. Dann müssen wir wieder raus, wenn hier sonst nichts weiter ist in der Krypta. Aber neun Bogen haben wir. Den schauen wir uns dann gleich mal an. Mal sehen. Pilzchen. Dann tauchen wir wieder raus.
hier? Nix, gut. Dann haben wir die Krypta erledigt. Und dann raus mit... Okay, hier wieder. Gut. Wo ist denn das nächste Feuerchen? Nirgendwo. Okay, da müssen wir also hin. Aber ich würde gerne erstmal hier runter. Da schaue ich in diese Richtung. Was ist denn hier drin? Ein Molly. Aber sonst nix. Willst du dich da nicht festhalten? Nee, da will sie sich nicht festhalten. Na gut, dann halt nicht. Wenn du das nicht magst. Wie kommen wir da jetzt her? Weiß ich nicht. Da ist ein Kistchen. Ich sehe ein Kistchen. Oh, da ist eine Fahne. Na? Nee, die will sie nicht. Doch, jetzt. Nee, doch nicht. Aber jetzt. Gut. Die Fahne. Nehmen wir 4 von 8. Oh, das wird eine Weile dauern, bis wir da alles entdeckt haben. Aber wie konnte ich die abschießen? Mit dem Explosiven, mal sehen. Ah. Explosive. Okay, gut. Wir hauen mal da dran. Nix hat uns nix gebracht. Dann mal hier hoch. Naja, das... Oh, da hoch wollte ich gerne da... Da hoch wollte ich gerne mal. Da hoch. Mann, was machst du denn? Ich wollte gern da hoch. Komme ich hier? Ja, da komme ich ran. Aber doch, das müsste gehen. Naja, doch, das müsste gehen. Ich probiere das mal. Was ist denn damit da oben? Nix, ha? Da brennt was. Oh, da kann man eine Glocke abschießen. Ne, abschneiden müssen wir die, ne? Da drüben müsste es gehen. Und dann hier rüber, ja. Ne, hier. Schneid ihm ab. Hier. Genau. 2 von 5. Oh, da ist wieder jemand. Oh. Okay, das war zu viel. Da hätte ich einen Attentat machen können. Ja, das nehmen wir auch. Gott. Alles gut, Jungs? Ja, ne? Nein. Wo komme ich da hin? Ich wollte aber... Halt. Unglaublich. Der Stil wirkt antik. Aber es zeigt einen Zug. Die Ankunft der Sowjets. Aje. Lass uns mal schauen. Gräber abgeschlossen. Herausforderungen. Ja, ist klar. Krypta haben wir geschafft. Relikte. Oh, hier ist so viel. Wandgemälde, Überlebensverstecke und Münzverstecke. Mann, Mann, Mann. Hier ist echt viel. Da oben. Da kann ich auch... Oh, was ist da? Sah nur so aus, oder da kam... Guckt jemand geguckt, ne?
Wir springen mal da ran. Da ist wieder eine Glocke. Hey, das läuft ja hier. Die Glocken sind wohl auf den Türmen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich wollte aber... wo wollte ich denn hin? Okay, da wird da oben auch wieder noch eine Glocke sein. Da oben. Ja. Wie komme ich da hoch? Da drüben vielleicht. Da ist ein bisschen Holz. Ja, optionales Grab. Da hoch. Boah, das wird aber... Da unten ist das Grab. Ah, da wird wieder ein Bär sein, ne? Dann machen wir mal auf Feuer. Feuer, sag ich schon. Auf Gift. Okay, da komme ich hoch. Alles klar. Aber... Das hat gar nicht... Hä? Ach, da unten ist der Bär. Nee, was bist denn du? Eine Wildsau? Ja, du bist eine Wildsau. Aber... Doch, da hält er. Da auch. Jetzt da auch. Und da auch. Okay. Gut. Halt dich. Ja. Aber nur... Nur weiß ich auch nicht weiter. Hier rüberspringen. Ja, das könnte gut sein. Komm. Nein, das könnte nicht gut. Oh, und sie stirbt dann auch gleich wieder. Mann, Mädel. Wo bist denn? Oh, da drüben. Ich wollte der Glocke. Das wäre toll. Wo geht denn der? Ach so, nee, das ist die Befestigung. Und der geht darüber. Schwierig. Schwierig. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Ja. Nee, hoch mit. Ach, da unten. Ne. Und jetzt brennt er langsam weg. Was auf. Was passiert denn hier? Nix, ne? Nee. Da passiert nichts. Hier war, glaube ich, nicht. Nee, hier war es nicht. Hä? Wo schießt denn der? Warte mal mit Feuer. Brennt das ab? Auch nicht. Ja, wo bist du denn? Und tschüss. Tja, dann war's das wohl für dich. Mit Explosive vielleicht. Warte mal. Nee. Aber mit Feuer ging es doch auch nicht. Oder wie jetzt? Doch, es müsste brennen. Ja, okay, da geht's. Na los, gib schon her.
Naja, heilen brauchen wir uns jetzt nicht. Hier erstmal ein bisschen auffüllen. Dann hier auch ein bisschen auffüllen, komm. Das könntest du eigentlich immer automatisch schon machen. So. Und dann haben wir wieder ein bisschen abgedatet, die ganze Sache. Ja, wie komme ich da hoch? Da hoch möchte ich. Ne. Und hier oben macht es nicht fest. Ja, Herausforderungsgrab. Hier unten drin, oder wie? Hm.